Dann würde mich jetzt natürlich interessieren, gibt es ein Ritual, das ihr habt, das ihr vielleicht irgendwann vor dem Spiel durchführt? Vor dem Spiel? Naja, jeder hat so irgendwie so einen Schlachtruf. Der ändert sich eigentlich von Turnier zu Turnier bei uns. Ansonsten ist unser Ritual danach richtig feiern, ne? Wie sah eure Taktik heute aus? Wir hatten keine. Gut, dann würde mich interessieren, wie habt ihr euch denn auf das Spiel vorbereitet und wie lange? Gar nicht. Das letzte Mal haben wir zusammen gespielt vor einem Jahr. Wir haben jetzt überhaupt nicht trainiert. Wir sind einfach drauf losgefahren. Beste draus machen. Wie sieht denn Ihre Taktik aus? Ich würde sagen, einer für alle, alle für einen. Und das ist, denke ich mal, heute, die Mannschaft hält heute top zusammen. Das Team stimmt, die Moral stimmt. Und ich denke mal, das ist unser großer Erfolg heute. Und ja, wir geben unser Bestes. Wo liegen denn eure Stärken? Im chaotischen Spiel. Das können die anderen so schnell nicht mitkriegen. Wie sieht denn eure Taktik aus? Unsere Taktik? Wir wollen gewinnen, das ist unsere Taktik. Gibt es denn einen Gegner, vor dem ihr besonders Respekt habt? Nein, vor gar keinem. Okay. Wir haben vor gar keinem Gegner Respekt und bis jetzt haben sie uns alle Respekt erwiesen. Das sieht man auch an dem Platz und wir sind halt die Sieger des Herzens, also der Herzen. Ja. Gut, ich meine, wir haben die ganze organisatorische Sache noch gehabt. Und das müssen wir uns erstmal Kopf freikriegen und dann spielen. Ich meine, Sie sehen selber, wir spielen auf sehr, sehr hohem Niveau heute. Also ja, wir geben das Beste einfach. Gibt es denn dann einen Gegner, vor dem ihr besonders Respekt habt und wer ist das? Ja, Respekt, nee, aber wir haben unseren Angstgegner, die Mannschaft aus Leipzig, gegen die wir wahrscheinlich nie Sachsenmeister werden. Jetzt habe ich ja von anderen Mannschaften gehört, dass sie als Angstgegner gesehen werden. Woran liegt das? Tja, vielleicht, weil wir gut sind einfach. Nein, wir sind also, ich sag mal, wir sind relativ klein für Volleyballer, aber relativ eine homogene Mannschaft und dadurch sind wir wahrscheinlich schwer zu bespielen. Ja, unser Schlachthof ist Betschnass. Das okay. Ist einfach was Schwäbisches und heißt so viel, wie dass wir den Gegner einfach fertig machen. Ja. Darf ich das jetzt mal hören? Auf drei. Warte. Eins, zwei, drei. Betschnass, Betschnass, Betschnass! Fick die Hände! Wasser, Marsch! Stadion Leipzig! Eins, zwei, drei. Servus! Beginner! Haut auf! Bis wir! Ein kurzes Lied! Erika, aus! Wasser!